Hallöchen. Meine neue Kevin-Mate. Das ist der erste Work, den ich, glaube ich, jetzt hier anfange mit dir als Kevin-Mate, oder? Ja. Verrückt. Naja, auf jeden Fall waren wir jetzt 3 Wochen in der Wehr. Und ich hatte auch überlegt, einen eigenen Wehr-Vlog zu machen, aber ich wusste nicht so genau wie und was und keine Ahnung was. Aber es war eine sehr lustige Zeit. Es war, also Werftarbeit an sich ist schon übel anstrengend, also auch körperlich. Und viele Arbeitsstunden, viel Zeug rumschleppen und sauber machen und irgendwas covern und keine Ahnung was. Floristen waren wir teilweise, Palmen putzen durften und mit den Palmen duschen gegangen sind und die sauber gemacht haben. Also wir haben alles Mögliche gemacht. Aber das Coole war jetzt in Bremerhaven, wir durften halt jeden Abend runter. Wir haben es eigentlich auch fast immer ausgenutzt. Waren halt essen, waren mal in der Bar, waren 2 Mal im Kino, waren bowlen, also alles Mögliche. Und es war eine ganz coole Zeit und wir sind auch als Team richtig doll zusammengewachsen. Bevor ich jetzt so viel weiterrede, ich habe natürlich ein bisschen was trotzdem so gefilmt, schneide ich das jetzt einmal rein. Das war's auch schon. Toll. Wie findest du es hier in Bremerhaven? Das Entertainment-Programm für heute Abend.
Das ist der letzte Tag gewesen. Wir hatten heute den Seetag, sind jetzt von Bremerhaven nach Warnemünde zurück. Und morgen kommen dann die Gäste wieder. Und dann haben wir eine Woche Norwegen, wo ich euch wieder mitnehmen werde. Und dann habe ich noch eine letzte Woche, da mache ich nochmal einen separaten Vlog. Da ist dann meine Mom auch da. Und ja, das ist dann meine letzte Woche. Ich würde sagen, ich melde mich einfach morgen. Lea färbt mir gerade noch die Augenbrauen. I do that. Das erste Mal, dass meine Augenbrauen gefärbt bekommen. The first time in your life. Ich finde, das sieht gut aus. Es ist auf jeden Fall keine Edding-Augenbrauen. So. Nö, nö, nö. Hallöchen. Ich hatte jetzt gerade von 8.30 Uhr bis 11 Uhr Office-Zeit. Haben wir unser Office schick gemacht, die Schalter alle nochmal vorbereitet für die Gäste. Und jetzt ist es 11 Uhr und ich habe jetzt bis 15 Uhr Pause. Richtig geil. Und ich gehe jetzt ein bisschen raus nach Warnemünde, hol mir noch ein Fischbrötchen. Gehe mal an den Strand oder so mal gucken, es hat jetzt niemand Zeit. Genau, und dann habe ich Smartmaster, dann habe ich Schalter und dann gehe ich heute auf jeden Fall endlich mal wieder zum Sport. Keine Clique mehr. Ich habe da halt so einzelne Freunde, aber ich habe keine Clique mehr in dem Sinne. Ich liebe das so, diese Crew hier und da. Und ich werde es vermissen, aber ich kann auch einfach nicht mehr. Ich überlege, ob ich noch was zu essen hole oder ob ich noch was sein lasse. So, ich bin jetzt zurück aus Warnemünde. Ich weiß nicht, ob man das eben gehört hat am Strand oder ob der Ton scheiße war. Deswegen auf jeden Fall habe ich mir ein Fischbrötchen geholt. Nach 2 Minuten, nicht mal, nach 2 Sekunden war es geklaut von der Möwe. Ich an den Strand gesetzt oder hingelegt und dann haben mich so ein paar Typen angequatscht und das war ganz witzig, weil der eine, der hat heute seine Freundin hierher gebracht, weil die heute aufgestiegen ist. Ich habe sie noch nicht kennengelernt. Auf jeden Fall war ich dann mit den Burger essen beim Peter Pane. Das war auf jeden Fall sehr lecker. Jetzt bin ich wieder hier und jetzt muss ich zum Smartmastern und danach Schaltern. Yes! Guten Morgen, liebe Sorgen. Willst du irgendwas sagen? Voila. Ich liebe dich. Hallo, ich war jetzt gerade mit der Selina, mit einer Bikerin, ein bisschen draußen. Wir haben ein paar Fotos gemacht und endlich mal wirklich dieses Körbchen da vorne. Das ist so schön. Das hat nur dieses Schiff hier und ich wollte unbedingt noch Fotos machen. Ich bin seit 4 Monaten hier und ich habe es nicht gebacken bekommen. Aber jetzt haben wir Fotos gemacht und waren noch die Füße in den Pool hängen. Jetzt auch endlich wieder aufwacht nach der Werft. Und jetzt habe ich gleich nochmal Schalter, dann noch vorm Restaurant. Genau, der Tag war sonst auch sehr entspannt. Also ich hatte halt Schalter, Mittagspause. Hafenlounge-Vorbereitung, Hafenlounge, jetzt Pause, jetzt wieder Schalter, dann Restaurant und dann Feierabend. Ja, mal schauen, ich bin mal gespannt auf morgen. Ich bin jetzt das erste Mal in Norwegen. Ich weiß noch nicht, was ich für einen Ausflug mache und ob ich Drill habe oder nicht. Mal gucken. Letzter Drill. So, ich bin jetzt zurück vom Drill und gehe jetzt gleich essen, dann gehe ich auf den Ausflug. Ich mache heute eine Bootsfahrt mit 90 Gästen auf Englisch, aber das wird schon. Beginnt um 12.45 Uhr, ich muss aber davon noch zur Abwicklung runter und ja, ich bin sehr gespannt. Und dann habe ich nochmal Hafen Lounge. Hallo, ich bin jetzt zurück vom Ausflug und ich weiß, ich habe
so gut wie gar nichts gefilmt und es tut mir auch voll leid, aber ich habe die ganze Zeit übersetzt, deswegen ging es nicht. Aber es war so eine schöne Tour. Ich hätte echt nicht gedacht irgendwie. Ich hatte irgendwie auch nicht so krass die Motivation heute und wie gesagt, es war halt schon auch anstrengend mit dem Übersetzen. Aber es war echt eine mega schöne Tour, hätte ich gar nicht gedacht. Und das Wetter war perfekt, es gab Waffeln und vielleicht habe ich noch eine Stunde Zeit. Dann gehe ich ins Office, bereite meine Hafenlounge vor, habe dann nochmal Hafenlounge und habe ich Feierabend. Und ich weiß noch nicht genau, was ich jetzt mache in dieser einen Stunde. Eigentlich würde ich gerne irgendwo hin, wo ich Internet habe. Ein bisschen internetten. Aber draußen ist halt auch kalt. Vielleicht ziehe ich einfach meinen Parker an. Herzlich willkommen hier im Theater, liebe Gäste. Ich bin die Sarah, eine der Scouts hier an Bord. Bin seit 2020 mit ein ganz anderer Stil, in der diese Kirche erbaut wurde. Und dann geht es noch zu der Frithjof-Statue. Das ist genau die hier. Das Ganze ein bisschen entspannter entdecken wollen. Ja, wer eben schon gut zu Fuß ist und gerne zu Fuß, war es nämlich tatsächlich schon. Der Rest ist auch schon ausgebucht oder sind nur noch ganz wenige Restplätze. Warum ich es jetzt nicht vorstelle? Also wenn jetzt Ihr Ausflug nicht mit dabei war, dann liegt das einfach daran, dass da nicht mehr so viel frei ist. Übergebe ich gleich schon an meine Kollegin Lisa, die weitermacht mit dem Eidfjord. Vielen Dank, Sarah. Ich stelle Ihnen den Hafen Eidfjord vor, der letzte Hafen unserer Reise. Hallöchen! Wir gehen jetzt auf den Bike-Tour. Ja, wir haben keine Ausflüge in Bergen, weil Nationalfeiertag ist. Deswegen schnappen wir uns die Fahrräder und gehen ein bisschen erkunden. Yay! Siehst du die roten Dächer, die da stehen? Das ist einmal. Also hier ist unser schönes Schiff und man kann ganz schwer erkennen, dass Nationalfeiertag ist und ein bisschen was los ist. Und wir fahren jetzt hier mit unseren Fahrrädern entlang auf den Berg. Das ist für dich. Ich hab. Oh mein Gott, du bist ja süß. Ist, ja, ich spring jetzt. Nee. Ciao, Leute. Ist 3, 2, 1. Einfach da oben waren wir. Und da oben auch. YouTube-Video. Willst du was sagen deiner Familie oder so? Also ich grüße meine Hallöchen! Ich sehe gerade richtig schick aus. Okay, sieht nicht so aus. Wir hatten heute voll den geilen Tag. Wir hatten voll die geile Fahrradtour. Die 7 Zwerge, Scouts auf den 7 Bergen in Bergen. Richtig schön. Danach noch ein bisschen Office-Krams. Und jetzt haben wir uns überlegt, wir müssen zwar morgen sehr früh raus, aber lass uns auch nochmal in den Pool springen. Und das machen wir jetzt. Laura ist auf dem Wachbuch. Danny?
So, es ist 7 Uhr abends. Ich habe gerade noch einen Nap getankt nach meiner Tour, weil die 8,5 Stunden war, weil ich ein bisschen K.O. bin. Und ich habe mir extra einen Wecker gestellt, weil ich dachte, ich muss noch staubsaugen. Aber es war gerade Cabin Cleaning. Voll geil. Ja, ich glaube, ich werde halt nicht mehr alt. Also ich gehe jetzt essen. Vielleicht gehe ich zum Sport, aber ich glaube eher nicht tatsächlich. Vielleicht fange ich auch schon an zu packen. Vielleicht mache ich auch Wäsche. Auch ich muss so viel machen, aber ich weiß halt nicht, ob es sich lohnt, jetzt schon anfangen zu packen. Ich habe das eigentlich alles für den Seetag geplant. Ja, morgen kommen wir im Eidfjord an und dann war die Norwegen-Tour schon vorbei. Der Tag heute war auf jeden Fall richtig schön, auch wenn es super lang war. Man saß halt viel im Bus und in der Bahn, aber es war schon sehr schön. Und meine Reiseleiterin war sehr süß. Und ja, war ein schöner Tag und gestern Abend auch so ein lustiger Abend dann noch im Whirlpool ins richtig kalt war. Ja, ich würde sagen, ich melde mich einfach morgen nochmal. Hallo, ich melde mich auch mal wieder. Heute war so ein stressiger Dispatch-Morgen. Irgendwie lief alles schief. Das ist einfach manchmal bei Erstanläufen. Also hat schon ein bisschen negative Energie heute versprüht. Ich gehe jetzt essen und dann gehe ich auf einen Ausflug, muss aber auch übersetzen. Ich glaube, ich werde heute Abend auch tot sein. Aber naja. Berichte auf jeden Fall nochmal von dem Ausflug und verabschiede mich dann nochmal, weil morgen wird ein stressiger Wasch- und Packtag und dann starte ich schon den nächsten Vlog übermorgen. Tschüss! Also, ich habe mich ja irgendwann nochmal gemeldet, glaube ich. Vielleicht auch nicht. Das ist komisch, wenn Lea mich beobachtet. Auf jeden Fall war meine Tour eigentlich ganz schön. Ich muss halt übersetzen, deswegen habe ich nicht so viel mit Pokémon, nicht so viel gefilmt. Aber es war trotzdem ganz cool, auch wenn der Tag ein bisschen chaotisch war. Aber er ist geschafft. Und, ja, sollen wir gerade Abendessen. Jetzt schauen wir uns noch die Comedy-Einlage von Kai an. Also Kai, wenn du das hier siehst, war bestimmt super. Und ich beende jetzt den Vlog hier. Ich mache übermorgen den nächsten Vlog an. Meine Wäsche ist jetzt in der Waschmaschine und morgen wird dann gepackt. Ich fühle mich so unterdrückt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann gebt mir auch gerne einen Daumen nach oben. Thumbs up. Und gerne kommentieren und gerne abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Wuhu. Tschüss.